Wenn man in ein Café geht, kann man eigentlich vorher schon erkennen, ob der Kaffee lecker ist? Ich bin der Jürgen, ich bin dein Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. Mittlerweile habe ich einen ziemlich guten Blick entwickelt, ob ich denn einen leckeren Kaffee bekomme, wenn ich in eine Gastronomie gehe. Das Erste, worauf ich schaue, ist der Siebträger eingespannt. Wenn ich das so sehe, das sehe ich sehr häufig leider in Gastronomien, dass dieser Siebträger nicht eingespannt ist, dann werde ich da keinen Kaffee trinken. Folgender Hintergrund. Dieser Siebträger hat ja auch Funktion. Der ist ja nicht umsonst so massiv gebaut. Der ist aus massivem Messing. Und zwar ist es ein Wärmeträger. Der muss also immer eingespannt sein, um letztendlich zu gewährleisten, dass vom Kessel bis in den Siebträger rein die Temperatur eine gleiche bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit 92 Grad aus dem Kessel auf den Kaffee treffe, in einem kalten Siebträger, wird der schlagartig runtergekühlt auf unter 80 Grad. Der Kaffee wird unterextrahieren und er wird sauer sein. Und deswegen kaufe ich den nicht. Das Zweite ist, ich schaue mir immer die Dampflanze an. Wenn diese Dampflanze nicht sauber ist, wenn die einen weißen Rand zeigt, dann werde ich da mit Sicherheit keinen Kaffee trinken. Hintergrund ist, nach dem Schäumen muss das sofort abgeputzt werden mit einem sauberen Lappen. Und danach muss ein Dampfstoß rausgelassen werden, weil nach dem Schäumen und ich den Dampf wieder abdrehe, entsteht im Röhrchen hier ein Unterdruck. Nach dem Schäumen muss ich auf jeden Fall immer einen Dampfstoß machen, denn nach dem Schäumen entsteht hier ein leichter Unterdruck im Röhrchen und die Maschine schluckt quasi ein Stück Milch. Die saugt das hier in das Röhrchen hoch und deswegen muss nach dem Schäumen auf jeden Fall immer ein Dampfstoß passieren. Und es kann halt tatsächlich so weit kommen, dass die ganze Milch sich bis in den Kessel hochziehen kann, im Kessel landet und dann ganz furchtbar stinkt. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass die Milchlanze von außen weiß ist, dann hat man die mit Sicherheit nicht abgeputzt und hat auch mit Sicherheit keinen Dampfstoß gemacht, weil das nämlich beim Barista eine Handbewegung ist. Der dritte Punkt, auf den ich achte, ich schaue mir wirklich an, wie der Barista da einen Espresso zubereitet. Ich sehe, wie letztendlich gemahlen wird. Ich schaue, wie getampert wird, wie sorgfältig das Ganze letztendlich gemacht wird. Ich schaue, ob der Barista vorher, bevor er den Siebträger einspannt, einmal kurz Wasser auslässt, weil hier in der Glocke sich sehr heißes Wasser sammelt und man eben einmal flasht, so nennt man das in der Fachsprache, um das heiße Wasser rauszulassen. Man spannt dann ein und geht dann auf Bezug. Und dann schaue ich, wie der Espresso läuft. Der muss fein, klein, Mäuseschwänzchenartig muss der rauslaufen und ich schaue dann immer so ein bisschen auf die Uhr, der muss so rund 25 Sekunden muss der laufen. Wenn der kürzer läuft, wenn der so ein richtig fetter Strahl rauskommt, sag mal, der innerhalb von 5 Sekunden meine Tasse voll macht, ist der unterextrahiert, er wird nicht schmecken, den werde ich einfach nicht kaufen. Leider ist es keine Seltenheit.